Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Kuss geht raus. Danke erstmal fürs Einschalten. Und zwar, ich habe mir heute was richtig Cooles überlegt. Ich bin ja neu in dieser Stadt und ich habe gehört, hier sind richtig, richtig viele TikTok-Stars. Und die werden mir wahrscheinlich helfen, ein krasser TikToker zu werden. Ich habe halt nicht so viele Abonnenten auf TikTok. Aber ich gehe mal zu denen und sage denen, ey, hilf mir mal bitte auf Ehre, die Stars. Vielleicht helfen die mir, vielleicht sind die mega korrekt. Mal gucken. Ansonsten, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr kurz ein kostenloses Abo da lässt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wie gesagt, an alle, die das Video gerade eben sehen, als es direkt online gekommen ist, lasst auf Ehrenbruder-Basis ganz kurz ein Like da. Ich möchte mal einfach in den ersten 10 Minuten 1000 Likes schaffen. Das wäre richtig krass, wenn wir das in der ersten Stunde schaffen würden. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich will jetzt nicht lange rumlabern und hier wohnt eigentlich schon der erste TikTok-Star. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie vielleicht mich auch abweisen werden. Alter, Digga, also wohnt ein TikTok-Star hier oder was? Das sieht schon richtig fresh aus, so als würde er, keine Ahnung, eine Party oder sowas haben. Versteht ihr, was ich meine? Sieht schon echt richtig fresh aus. Schaut euch das mal an. Ey, ich schleiche mich mal ein bisschen ran. Alter, das ist ein Mädchen. Die hat ja mal eine ganze Bühne zu Hause. Die macht gerade sogar TikToks. Warte, ich höre mal zu, was sie in ihm im TikTok sagt. Ey, komm, das muss viral gehen. Oh mein Gott, sie sagt, es soll viral gehen. Das Ding ist, ich bin gerade hier bei ihr zu Hause. Ich habe vergessen zu klingeln. Ich bin gerade eigentlich Einbrecher. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Ansonsten tue ich so, als würde ich hier klingeln und reingekommen sein. Hallo, hier, ich bin gerade hier reingekommen. Die Tür war offen. Hallo. Ja, hallo. Wer bist du? Und zwar, ich bin der Natis und ich wollte fragen, ob du mir ein bisschen bei TikToks helfen kannst, weil ich habe ja gesehen, du hast 200.000 Abonnenten auf TikTok. Und es wäre richtig korrekt, wenn du mir helfen könntest, dass ich vielleicht auch so irgendwie mal viele TikToks habe. Das wäre echt Ehre. Kannst du mir helfen, bitte? Wie viele Follower hast du denn gerade überhaupt? Ich habe gerade so 10 oder so. Ich habe noch gar nicht angefangen. Also meine Mutter hat mich abonniert, mein Vater hat mich abonniert, dann hat mich mein bester Kumpel abonniert und dann hat mich wieder meine beste Freundin entfolgt. Keine Ahnung warum. Hey, geh mal aus meinem Haus raus, Alter. Das ist nur für berühmte Leute auf TikTok. Warte. Was willst du hier? Aber kannst du mir nicht helfen, berühmt zu werden? Dann bin ich berühmt und dann komme ich immer hier rein. Hey, nein. Geh raus. Ist doch nicht dein Ernst. Warum sagst du sowas? Ja, weil ich nicht will, dass du hier in meinem Haus bist. Nur weil ich wenige TikTok-Follower habe, ist das dein Ernst? Hey, ja. Ekelhaft einfach. Wieso willst du mir nicht helfen, Mann? Ja, weil du wenig Follower hast und das ist einfach komisch. Ganz ehrlich, Alter, ganz ehrlich, ich werde jetzt richtig krass mit TikTok durchziehen und dann wirst du eines Tages sehen, wie krass ich bin. Ich werde mehr Follower als du sein. Du hast nur 200.000, Alter. Ich geh zu anderen Leuten, die werden mir bestimmt mehr helfen als du. Hä, wo ist der Ausgang? Ja. Mann, Alter, du hast ja auch so richtig unnötig Türen eingebaut, weil du so reich bist, Mann. Ganz ehrlich, ja, einfach ehrenlos. Du wirst schon sehen, irgendwann mal, ich werde in meinem OG School Trooper tausende, Millionen von Klicks machen, Alter. Ehrenlos einfach. Okay, Community, wir sind jetzt komplett gescheitert bei der ersten Person. Ich gehe mal zu der nächsten Person. Hier wohnen halt wirklich überall irgendwelche Menschen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie schaffen würde, durch TikTok irgendwie Geld zu verdienen, dann könnte ich mir auch hier irgendwo ein gescheites Haus kaufen, weil ich wohne die ganze Zeit hier in diesem kleinen Turm und natürlich ist es dann halt schlecht, dann zu schlafen. Ich kann nicht mal gescheit schlafen. Ich habe immer Rückenschmerzen, ich schwör's euch. Das wäre schon geil, wenn mir jetzt jemand gescheit helfen würde. Ich habe gehört, hier wohnt so ein Typ, der arbeitet bei seinen Eltern im Supermarkt und macht immer TikToks, während er an der Kasse ist. Ich höre mal kurz zu, was er da sagt. Er macht TikToks, glaube ich, gerade. Oh mein Gott. Ah nein, er arbeitet gerade. Okay, ich frage ihn mal, ob er mir hilft. Er ist bestimmt ein Ehrenmann. Hallo, wie geht's Ihnen denn so? Hallo, ganz gut. Und Ihnen? Ja, mir geht's auch ganz gut. Und zwar, ich wollte mich mal ein bisschen umschauen. Hier habt ihr Fisch, hier habt ihr Salate und so. Also, ich muss ehrlich mal sagen, euer Sortiment ist richtig lecker. Also, ich glaube, ich würde hier immer einkaufen, wenn ich könnte. Richtig lecker. Aber ich bin wegen was anderem hier. Und zwar, es hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe mir ein PC für 5.000 Euro gekauft. Ich habe mir ein Handy für 10.000 Euro gekauft. So. Und ich würde gerne mit TikTok durchziehen. Kannst du mir vielleicht helfen, so? Wie viele Follower hast du denn? Ja, Follower habe ich ungefähr 10 gerade. Das wäre echt korrekt, wenn du mir 10. So ein bisschen helfen würdest. Du willst wirklich Hilfe von mir mit 10 Follower? Ja, was ist denn daran so schlimm, Digga? Soll ich dir mal was zeigen? Ja. Komm mal mit. Ja, okay, ich komme mit. Ey, ich glaube, er ist jetzt ein richtiger Ehrenmann und zeigt mir das jetzt. Ja. Wow, 100.000 auf TikTok? Ja, sowas wirst du niemals erreichen mit deinen 10 Follower. Aber warum sagst du sowas? Ja, ich bin einfach Fame und du nicht. Ja, aber ich sag dir ehrlich, Digga, es tut mir gerade im Herzen weh, dass du sowas sagst. Ich möchte doch nur mal mit TikTok durchstarten, Digga. Ganz ehrlich, ciao, Junge.
Bro, du bist so falsch, Digga. Du bist so ein 31er, Digga. Ich komme nur zu dir. Okay, es hört sich vielleicht komisch an, dass ich zu dir komme und sage, ey, hilf mir mal, dies, das. Aber da musst du doch nicht so reagieren. Du wirst es niemals schaffen. Du bist blöd. Mich runtermachen. So, wenn du mir nicht helfen würdest, würde ich es verstehen, Digga. Natürlich. Du hast ja auch deine Paranoia, dass ich nur wegen irgendwie TikTok mit dir befreundet sein will. Aber dann sag doch halt wenigstens nein und mach mich nicht runter, Digga. Ciao, Alter. Ehrenlos einfach Chat, Alter. Community, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich stehe jetzt wieder komplett mitten im Nirgendwo in Tilted Towers, Alter. Hier gibt es wahrscheinlich noch andere Leute, aber ich muss irgendwie mal anfangen, TikToks zu machen. Und ich glaube, ich mache jetzt sogar hier einen TikTok, wo ich den Leuten sage, ey, dass ich keine Follower oder weiß, dass ich gemobbt werde. Yo, Leute, was geht? Und zwar, ich war gerade einfach draußen und ich wurde von Leuten gemobbt, weil ich 10 Follower auf TikTok habe. Und ich würde so gerne TikTok-Follower haben. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber ich würde einfach so gerne ein Star sein, so wie Brad Pitt und so. Ich weiß, so, ja, also lasst einfach auf Ehrenbro-Basis ein Follow da. Okay, Freunde, ich habe jetzt meine Geschichte der ganzen Internetwelt erzählt. Ich hoffe, die verstehen mich. Und zwar, ich gehe jetzt zu diesem Typen und ich zeige ihm das TikTok, was ich jetzt gerade gemacht habe. Mal gucken, was er dazu sagt. Hey, was geht? Hallo? Wie geht's? Jo, wie geht's dir, Mann? Hi. Ja, okay, schau mal, ich habe gerade einen TikTok gemacht und ich habe gesehen, du hast richtig viele Follower. Willst du mir vielleicht zeigen, wie gut du das TikTok findest? Likes. Das hat noch gar keine Likes, du musst kurz auf mein Profil gehen. Wie viele Follower? Ich habe 10 Follower. Geh weg. Ist das dein Ernst, Mann? Ich schwör's euch, was ist das, Mann? Ich habe gar keinen Bock mehr, Digga. Ich werde doch nur von jedem fertig gemacht, weil ich hier keine Follower mache. Digga, oh mein Gott. Oh, hast du? Der macht dort Follower. Digga, der macht TikToks. Der sieht richtig falsch aus. Ich glaube, er ist korrekt. Oh, ich schuss Schnecke. Ich frag ihn mal, Digga. Der sieht richtig cool aus. Ey, was geht, Bro? Alles klar? Ja, hallo. Schau mal, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich hab dich von dort hinten gesehen. Du bist richtig sympathisch, Digga. Du musst mir unbedingt helfen bei TikToks. Okay. Danke. Willst du mir vielleicht zeigen, wie man TikToks macht? Ich mache auch Tanz, Digga. Ich habe richtig viele Tänze. Okay. Schau mal, ich habe zum Beispiel diesen Tanz. Okay. Ich habe eigentlich richtig gutes Potenzial, aber... Digga, ich wurde von jedem gemobbt. Die sagen zu mir, geh mal weg, dies, das, weißt du? Okay. Ich habe auch diesen Tanz. Boom, Digga, Schachalaka mit deinem Kopf. Ja, wie geht's dir eigentlich? Gut. Wie viele Follower hast du auf TikTok? 50.000. 50.000? Boah, Digga, ich habe nur 5, Digga. Oder 10 jetzt. Weil, okay. Ja, willst du mir vielleicht mir helfen, auf TikTok auch berühmt zu werden wie du, Digga? Das wäre richtig... Ey, geh mal weg, Digga, du mit deinen scheiß 10 Follower. Bro, was habe ich denn gemacht? Digga. Nur weil ich 10 Follower habe, nennst du mich hier, Digga. Bro, Digga, schau mal bitte dieses TikTok von mir an. Wie findest du es? Da habe ich gesagt, abonniert mich und so, dass ich gemobbt werde von solchen Leuten. Digga, das geht nicht. Du musst richtige Videos machen. Ganz ehrlich, ich schwör's, ich werde es euch allen zeigen, Mann. Weißt du? Dich, dieser einen anderen, dieses Mädchen. Digga, ihr denkt auch alle, ihr seid reich und so, Digga, mit euren Häusern. Ja. Ganz ehrlich, ich geh jetzt nach Hause. Sind wir doch auch. Ich mache jetzt ein richtig cooles TikTok, Digga. Komm mir nicht hinterher, Junge. Ich weiß jetzt schon, Digga, wenn ich richtig berühmt bin, dass ihr alle zu mir kommt wie ein 30er, Digga. Haut rein, Alter. Ciao, Junge. Ey, Chat, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt richtig coole TikToks und dann tue ich die bei TikTok rein. Ich hoffe, dass die viral gehen und wenn die viral gehen, dann wollen bestimmt alle mit mir befreundet werden, so. Und dann ganz ehrlich, dann zeige ich meine Follower und hau einfach ab, Digga. Die sollen mal von mir weggehen. Okay, erster TikTok würde ich sagen, wir machen jetzt richtig geile Musik rein und wir machen einfach so ein TikTok. Okay, Chat. Ich glaube, ich habe gemerkt halt auf TikTok, wenn man auf TikTok cringe ist, dann bekommt man richtig viele Follower. Und ich sag mal so, als erster TikTok, das, was ich gerade eben gemacht habe, war eigentlich schon richtig gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in 2-3 Tagen und ich mache jetzt noch richtig viele andere TikToks. Und danach könnt ihr sehen, wie ich mich entwickelt habe auf TikTok. Hier machen wir jetzt auch noch einen TikTok. Wir müssen richtig cringe sein. Okay, das ist mein Kopf und das ist dein Kopf. Und wir machen Kopf gegen Kopf, Charalaka. Boom. Boom. Boom! So, Freunde, willkommen zu einem neuen TikTok auf meinem Kanal. Und heute besuchen wir eine Lagerhalle. Diese Lagerhalle ist angeblich die gruseligste auf der ganzen Welt. Hier wurden 10 Menschen geschachalach aufeinander. Und das war's mit dem TikTok. Lasst ein Follow da. Schachalacha passieren in deinen Kopf. Aber was passiert mit meinem Kopf? So, Freunde, es sind ungefähr 10 Tage vergangen. Ich hab so krass mit TikTok Ich bin jetzt einfach auf TikTok Platz 200 in ganz Deutschland. Ich habe ungefähr 3 Millionen TikTok-Follower, weil ich so cringe bin, sagen die Leute. Ich meine, das ist mir egal, aber das ist schon irgendwie lustig. Ich habe richtig viele Follower gemacht. Und ich bin ehrlich, Jungs, ich muss mir erstmal ein neues Haus kaufen, dann ein neues Auto. Ich will auch nicht flexen oder so, aber ich will einfach, dass es mir gut geht und so. Und mal gucken, was jetzt hier...
Digga, ich höre Schritte vor meinem Haus. Wester! Hallo! Hallo! Ja, wisst ihr, wie geht? Hallo! Ey, wart ihr nicht diese jungen Leute, die mich voll gemobbt haben und so, weil ich keine Follower hatte, nein, oder was? Nein, das waren wir nicht. Nein! Doch, natürlich wart ihr diese Leute, der. Ich habe jetzt 3 Millionen Follower, was wollt ihr von mir? Nein, das waren wir nicht. Können ja, wenn du willst, Freunde jetzt sein. Nee, können wir nicht. Ja! Ja, warum? Ja, weil ihr mich gemobbt habt, als ich keine Follower hatte. Ganz ehrlich, was soll das, Mann? Ist das euer Ernst? Ehrenlos seid ihr denn? Ich hab dir sogar Trinken mitgebracht. Ey, wie ehrenlos kann man denn sein, Alter? Ihr seid solche 31er, Alter. Ich hab die Schokolade mitgebracht. Nein, ich will kein Schokolade, Digga. Ich will gar nichts mehr von euch. Wisst ihr, Ich bin Follower. Ey, wisst ihr was? Ich hab eine richtig coole Idee. Ich muss kurz an dem PC einen TikTok machen, dann komme ich gleich wieder, okay? Bis gleich. Okay, Freunde, dafür, dass sie mich jetzt verarschen wollen, weil ich viele Follower habe, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt von jedem den Account scammen, den TikTok-Account, und dann werde ich die einfach wegschmeißen, die Accounts, und löschen. Dann haben die null Skins auf TikTok, null Abonnenten auf TikTok, und das Ding wird dann halt so sein, dass sie dann komplett heulen werden und so weiter. Und das Geile ist einfach, dann habe ich mich einfach gerecht. Ganz ehrlich, das, was sie mit mir gemacht haben, das werde ich denen zurückzahlen, nur weil ich jetzt Abos haben wollen. Und deswegen, Freunde, da draußen, wenn euch irgendjemand wegen Fame mit euch zusammen sein will oder weil ihr viel Geld habt oder sowas, dann ganz ehrlich, ganz schnell weg von diesen Menschen. Weil Geld und Fame und sowas ist nur den Menschen wichtig, die keine Liebe verspüren gegenüber anderen Menschen. Wenn ihr eine Person liebt, dann kann er sogar ein halbes Bein haben. Das ist egal, Digga. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn man nur wegen Geld oder sowas mit einer Person zusammen ist, das ist ganz schlecht. Deswegen merkt euch das bitte. Merkt euch das einfach. So, ey, ich habe eine richtig coole Idee. Und zwar, wir machen das jetzt so. Ich möchte mal kurz mit dem Mädchen reden, so ein bisschen persönlich über geschäftliche Dinge und so. Ich habe mich dazu entschieden, jeden von euch einen TikTok-Account zu schenken mit 3 Millionen Abonnenten. Habt ihr Bock? Mein Gott, echt? Oh mein Gott. Ja, natürlich, Alter. Ihr seid ja richtig respektvoll zu mir gewesen. Ihr wart ja richtig nett und so. Warum nicht? Okay, ich würde sagen, mit dem Mädchen... Ey, das Mädchen soll erstmal mit mir kommen. Ich will hier so die geschäftlichen Dinge und so besprechen. Okay. Schau mal, ich würde sagen, lass zu dir hier nach Hause. Du bist wirklich das süßeste Mädchen, das ich halt von den allen gemocht habe und so. Und ich sag dir ehrlich auch, dass ich sehr enttäuscht bin von dir, wie du mit mir umgegangen bist. Dass du dann halt, ja, ich meine, wie kannst du mich denn hassen, weil ich keine Follower hatte am Anfang. Und ich fand das einfach nicht korrekt und ich musste halt hacken, um TikTok-Follower zu haben. Also, ich bin jetzt halt in einer Organisation drin. Wir können Accounts auf 10 Millionen Dings pushen. Und ich könnte das bei dir auch machen, aber ich habe das Gefühl, sobald du mehr hast als ich, würdest du mich direkt wieder verlassen. Auch wenn ich dich liebe, weil ich fand dich halt schon seit ersten Tag so richtig süß und so. Hä, ich fand dich auch seit dem ersten Tag richtig süß. Ich würde dich niemals verlassen. Ja, aber das bockt so nicht, was du gemacht hast mit mir. Das bockt einfach nicht, Alter. Das geht so nicht, Mann. Ich push dich jetzt hoch und so. Nein, ich push dich jetzt hoch, aber danach sind wir auch keine Freunde mehr. Dafür brauche ich halt natürlich deine Accountdaten, ne? Dann kriege ich die Follower, wenn ich mir dir meinen Account gebe. Ja, natürlich, du kriegst richtig viele Follower. Du kriegst das 10-fache. Okay, ja. Okay, gebe ich. Sag mal Passwort und so. Ja, ich schreib's dir. Okay, Ede, dann komm mal mit. Ich kümmere mich um alles, okay? Bleib du einfach hier, okay? Okay, so Freunde, ich gehe jetzt auf 1, 2, 3 ihren Account löschen. Wartet mal. 1, 2. Warte, ich lösche alle Accounts von denen einfach zusammen. Weil damit die nichts merken. Ey, Jungs. Ihr müsst mir auf Ehre alle mal kurz euer Passwort und so von eurem Account schicken. Dann kann ich halt für euch dann quasi eure Follower dazu machen. Da brauche ich euer Passwort und E-Mail-Adresse. Schickt mir mal bitte alle per Privatnachricht, okay? Ja. Okay, danke. Dann schickt mir mal auf Ehre. Ja, okay, geil. Jetzt habe ich alles. Okay, perfekt. Hab jetzt von jedem von euch. Okay, perfekt. Ich habe jetzt von jedem von euch. Okay, kommt mal kurz mit. Aber bauen keine Scheiße. Nein, natürlich nicht, Digga. Aber was soll ich denn mit eurem Account machen, Digga? Ich mag euch, ihr seid so respektvoll zu mir immer. Geht mal da rein kurz. Und zwar, hier, ich muss jetzt nur draufdrücken, dann sind eure Accounts alle gelöscht, Alter. Dachtet ihr wirklich, ich helfe euch, Follower zu bekommen, damit ihr mich danach wieder mobbt? Ich lösche jetzt von jedem von euch den TikTok-Account. Schaut mal hier, ich bin auf TikTok. Nein, bitte. Ich lösche jetzt alles, Digga. Doch, ich lösche es jetzt einfach. Doch? Nein, mach nicht. Ja, bitte. Wie bitte, mach nicht? Ja, wir helfen dir dann auch. Ihr habt mich die ganze Zeit gemobbt, Alter. Wegen euch musste ich tagelang keine Ahnung was machen. Und dann jetzt macht ihr so, oder was? Das war nicht ich, hallo. Wie, das war's nicht, du? Ganz ehrlich, ey, von dem ersten lösche ich schon den Account. Von dem, der gerade sich in Dings verwandeln wollte. Digga, dein Account ist jetzt schon weg, Digga. Let's go. Ninja, du, Alter. Dein Account ist jetzt weg. Ey, Digga, das hast du voll verdient, Digga. Warum? Bro, das hast du voll verdient, Digga. Spielzeugpistole. Bro, das hast du todes verdient, Digga. Das hast du todes verdient, Digga. Dann mach was, Digga, du kannst mich nicht töten, Digga. Ich bin TikTok-Star. Ich hab Abonnenten und so. Ich werde dich mit Wasser abballern. Mit Wasser.
Bist du jetzt lustig geworden oder was? Ey, Tata, jetzt kommst du dran. Jetzt wird noch dein Account gelöscht. Hier, let's go. Dein Account ist auch gelöscht. Ja, ist mir egal, Mann. Ich lösche von euch auch eure Existenz. Warum bist du so herzlos? Herzlos, herzlos. Was herzlos? Wisst ihr, wie ich bin? Ich bin genau so zu euch, wie ihr vorher zu mir wart. Und ganz ehrlich, ich habe euer TikTok-Account gar nicht gelöscht, sondern ich habe jeden von euch 10 Millionen Abonnenten drauf gemacht. Schaut mal, wie schlecht ihr von mir dachtet, Alter. Was ciao, Mann. Ciao, Alter. Ich bin mal weg, Ernst? Junge. Er ist nicht mehr da? Ja, ciao. Ich habe jetzt für jeden, ich habe für jeden von denen so richtig viele TikTok-Accounts irgendwie drauf gemacht, Abonnenten und so. Ich wollte das gar nicht löschen, das war eigentlich nur so ein kleiner Plan. Aber die hassen mich irgendwie immer noch. Und ich würde sagen, Freunde, ich habe jetzt die meisten Follower auf TikTok. Kuss geht raus. Falls euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren mehr verpassen wollt, weil ich lade die nächsten Wochen, die nächsten Jahre jeden Tag ein Video hoch, einfach kurz ein Abo dalassen, damit ihr immer jeden Tag seht, was für coole Videos ihr hier zu sehen habt. Und ansonsten, lasst unbedingt ein Like da und schaut mal auf Edinburgh Basis alle bei der Tata vorbei, das Mädchen. Macht ihr mal kurz die 1000 Abonnenten voll. Das wäre mir echt wichtig, dass wir als Community auch mal zeigen, dass wir auch eine andere Person quasi so richtig hart supporten können, die es verdient hat. Weil Tata streamt auch und so, deswegen macht ihr kurz die 1000 Abonnenten voll. Ansonsten küsse ich von jedem sein Herz, der dieses Video bis zum Ende geschaut hat. Wir sehen uns morgen, passt auf euch auf und baut keine Kacke. Und alles, was ihr im Video gelernt habt, nehmt euch das zu Herzen. Weil ich möchte einfach so Stories vermitteln, die euch auch im Leben quasi so ein bisschen helfen. Versteht ihr, was ich meine? So, jeder sagt zwar Fake-Videos, dies, das, aber so eigentlich egal. Kommt, ihr wisst, was ich meine. Kuss geht raus. Ciao, ciao.